Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Spiel vom siebten Spieltag. Heute sind wir in Hannover und wir haben die Partie Hannover gegen Stuttgart. Eine Partie, die ja, sich schon im Mittelfeld bzw. eher unten befinden. Die Teams, denn Hannover ist Abstiegskampf pur, Stuttgart eher Mittelfeld und Gomez trifft hoffentlich heute mal wieder für sein Team. Sieben Spiele, also jetzt siebtes Spiel und zwei Tore bisher, ist ein bisschen mau für so einen Stürmer. Und ich denke mal, wir können heute mal wieder was von ihm erwarten. So, hier ist die Hannover-Aufstellung, Esser im Tor, davor Ostrzelek, Wimmer, Anton und Korb. Im Mittelfeld Haraguchi, Bakalort, Schwegler und Bebu. Im Sturm Füllkrug und Wood. Ja, Wood, der noch bei Hamburg letzte Saison bei mir, ich glaube, der war Zweiter oder Dritter in der Torjägerliste war. Natürlich nicht im Vergleich zum realen Bundesliga-Geschäft. Spielt jetzt für Hannover und trifft jetzt vielleicht auch. Auf der anderen Seite ist Zieler im Tor, davor Insua, Pavard, Baumgartl und Maffeo. Im Mittelfeld Aogo und Astra Chiba. Im Mittelfeld Tommy und Gentner und im Sturm Gonzales und Gomez. Ja, Tommy und Gentner sind eher im offensiven Mittelfeld angesiedelt, wobei ich denke, Gentner würde auch eher die Raute dann machen und nach hinten gehen. So, da warten wir eigentlich nur noch auf einen Anstoß von Hannover und der ist gleich erfolgt. Na, wir warten. Jetzt läuft die Kugel. Hannover bestreitet hier den Weg nach vorne. Oder auch nicht, denn erstmal an Gomez ein Fehlpass und wir sind in der sechsten Minute. Hannover kommt mit Bebu. Wood macht hier das 1:0 für Hannover. Was für eine Überraschung. Aus dem Nix zieht er den Ball oben in den Winkel rein. Wir müssen mal gucken, ob Zieler da hätte was machen können. Aber ich glaube eher nicht. Nee. Da hätte er echt nichts machen können, würde ich sagen. Und Bobby Wood macht hier sein Tor. Es ist sein zweites Saisontor erst. Aber es sieht somit mit Gomez ja erstmal gleich, denn er hat ja nicht getroffen bisher. 12. Minute und wir sehen ein Tor von Stuttgart. Gentner macht es hier mit einem, ja, Flugkopfball kann man mal sagen. 13. Minute, Ausgleich, Stuttgart. Das ist doch mal hier einfach aus dem Nix. Bisher hat Stuttgart nichts gemacht. Das ist sowieso ein schwaches Spiel. Aber trotzdem fallen hier die Tore. Richtig bemerkenswert. Und ja, Gentner macht es hier ja echt einfach. Kopf hinhalten, Ball geht rein. Einfaches Tor. Geht kaum noch. Gentners erstes Saisontor. Der Kapitän der Stuttgarter läuft voran und bringt sein Team zurück. Aber jetzt kommt Schwegler. Schwegler an die Latte. Können Sie es klären? Sie können es erstmal klären. Und Stuttgart kommt mit Gonzales in der 39. Minute. Gentner. Gentner! 2:1. Er dreht allein das Spiel hier. Und das war ein Torwartfehler, würde ich einmal so sagen, von Esser. Der hätte nicht reingehen dürfen. Ist aber und somit hier das 2:1. Da kommt der Ball. Ja, also echt, was macht ein Esser da? Den muss er haben. Der war richtig schwach geköpft eigentlich. Auch schlecht positioniert. Und trotzdem durch den Fehler von Esser halt hier das 2:1. Wie kommt jetzt Hannover zurück? Das ist die Frage. Ostrzelek, da ist Bakalorz. Da ist Bobby Wood, da ist Füllkrug, da ist Bobby Wood, Wood. Und Zieler klärt zur Ecke. Wood will hier anscheinend auch einen Doppelpack machen, so wie Gentner.
Und wir sehen hier in der 44. Minute nochmal John Schwegler eine Ecke getreten. Füllkrug fast mit dem 2:2. Da sehen wir es nochmal. Knapp über die Mittellatte. Aber er sollte nicht reingehen. Hannover kommt nochmal mit Koop und Bebu. Aber jetzt ist der Ball erstmal weg und es ist Halbzeit. Also, aus Sicht von Hannover steht es hier 1:2. Die Stuttgarter Fans sind leise, die Hannover Fans sind leise. Die sind nämlich geschockt wegen ihm hier, wegen Christian Gentner, der allein hier das Spiel gedreht hat. Nach der frühen Führung von Bobby Wood in der 7. Minute kommt in der 13. und 39. Minute Gentner und macht hier einfach mal 2 Tore. So, die Statistiken sehen so aus, dass Hannover hier eigentlich führen müsste. Eigentlich müsste es andersrum sein, auch vom Ballbesitz. Aber so ist Fußball. Und in der zweiten Halbzeit kann ja noch einiges passieren. Stuttgart hat angestoßen, Ball rollt. Von Gomes nichts zu sehen. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten. So, 50. Minute, Bobby Wood. Da ist Bebu, da ist Füllkrug. Aber den verzieht er ja deutlich, wenn ich es richtig gesehen habe. Da kommt der Schuss und ja, also locker ein halber Meter am Tor vorbei. Aber sie kommen schon wieder mit Haraguchi. Haraguchi flankt. Oh, wieder knapp drüber. Bobby Wood hier fast mit seinem zweiten Tor. Da sehen wir es nochmal. Er streift das Netz oben. Der Ball. Bitter. Und es gibt einen Wechsel. Die Davi kommt bei Stuttgart für den Doppeltorschützen Christian Gentner in die Partie. Es wird sogar noch offensiver bei Stuttgart. Und das sehen wir hier mit Gonzales. 65. Minute. Da zieht er einfach mal ab und der geht so knapp am Tor, Pfosten vorbei. Aogo geht runter. Und wer kommt für ihn auf den Platz? Wir sehen es wahrscheinlich gleich. Asano kommt erstmal für Bebu hier bei Hannover. Bebu war bemüht, hat nicht viel hingekriegt. Und Asano, ein Ex-Stuttgarter, darf man ja auch nicht vergessen. Oh, super, super Passfehler von Esser und Gonzales luft ihn hier in der 66. Minute ins Tor von Hannover. Stuttgart 3:1. Was für ein Aussetzer hier vom Hannover-Torhüter. Das ist bitter. Da sehen wir ihn. Was für ein Aussetzer. Aber da rennt auch Gonzales perfekt rüber. Ahnt es wahrscheinlich. Und dann aus, ja, 18 Meter Luft. Esser kommt raus, versucht es noch zu verhindern. Aber dann ist das Thema durch. Gonzales hier mit seinem Tor. Es war sein 4. Saisontor schon. Also er ist gut dabei. Und wir sehen hier nochmal eine Auswechsel. Donis kommt für Gonzales in der 74. Minute, darf sich seinen Applaus abholen. Und bei Hannover wird auch nochmal gewechselt. Da geht Haraguchi runter. Breb kommt für ihn auf den Rasen. Breb, der immer mal auch einen guten Schuss hat aus der zweiten Reihe. Vielleicht hoffen sie auf ihn. Da kommt erstmal, oh, super Pass auf Wood, 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 Wood. Zieler hält den noch. 77. Minute, da hätte hier nach einem super Pass von Füllkrug Wood hier sein zweites Tor machen müssen, will ich mal sagen. Denn Verteidigung war da nicht mehr vorhanden. Und es kommt jetzt nochmal eine Ecke hier. Schwegler an die Latte. Also Hannover hat hier richtig Pech. Schon ein paar Mal ans Aluminium. Wood geht jetzt weitrand, kommt. Der junges Gemüse sozusagen in der 85. Minute. Und da ist er auch schon. Weidand. Knapp vorbei. Und das dürfte jetzt eigentlich hier für Stuttgart auch gewesen sein mit dem Sieg. Denn die Zeit rennt weg für Hannover. Muss man mal sagen. Wir sehen schon nach der Nachspielzeit. Also schon drüber. Und jetzt ist Schluss. Also, Stuttgart gewinnt hier auswärts 3:1 bei Hannover.
Die Hannover-Fans hört man. Die Spieler sieht man auch frustriert. Und da sind die Stuttgarter. Die freuen sich natürlich. War schon eigentlich dominant gespielt. Zweite Halbzeit vor allem. Hannover hat es am Ende noch mal ein bisschen probiert. Hat nicht viel hingekriegt. Viel Pech mit Aluminium gehabt. Und somit kommt dieses Ergebnis zustande. Einmal Wood, zweimal Gentner und einmal Gonzalez. Das sind die vier Torschützen beim 3:1 bei dieser Partie. Und jetzt gucken wir uns noch die Statistiken an. Die sehen so aus, dass hier Hannover eigentlich immer noch besser ist. Hätte wenigstens unentschieden verdient gehabt. Aber Stuttgart war eiskalt und ist somit Sechster in der Tabelle mit 11 Punkten. Kann sich natürlich auch noch ein bisschen was verändern. Aber sie haben erstmal ihre Pflicht erledigt und 3 Punkte mitgenommen. Für Hannover sieht es schlecht aus. Sind 16. Haben bei 4 Punkten den Platz reserviert. Erstmal und können sogar noch überholt werden von Hertha, wenn sie gewinnen. Ja, das war dieses Spiel vom 7. Spieltag. Stuttgart aus der 2 Hannover. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.